Moin und Waldmanns Heil vom Team Vince. Um über die Vorgänge im Revier ständig informiert zu sein, bietet es sich an, eine Wildkamera zu installieren. Vorstellen wollen wir Ihnen heute von der Firma Seisiger die Special Cam 3 Classic. Die Classic besitzt ein schwarzes, wetterfestes Gehäuse, hat eine Auflösung von bis zu 12 Megapixel und zum Lieferumfang gehören die 12 Doppel-A-Batterien, ein Befestigungsgurt, ein USB-Kabel, um aufgezeichnete Bilder oder Videos direkt auf meinen Laptop zu übertragen. Des Weiteren gehört eine 8 GB Micro-SD-Karte dazu. Natürlich findet sich auch eine Bedienungsanleitung in der Verpackung, aber die Einstellung der Kamera ist wirklich recht einfach. Nach Einlegen der Batterien gehen wir in den Modus Setup. Im Setup-Modus bekomme ich zunächst die Information, dass keine SD-Karte eingelegt ist, aber trotzdem habe ich die Möglichkeit, im Menü alle Voreinstellungen schon zu wählen. Das heißt, nach Betätigen der Menütaste habe ich die Möglichkeit, zwischen Foto oder Video zu wählen. Im Fotomodus habe ich die Möglichkeit, die Auflösung festzulegen. Maximal möglich sind 12 Megapixel. Ich habe die Möglichkeit, Serienbilder auszulösen. Im Videomodus habe ich die Möglichkeit, die Videoauflösung festzulegen, eine Videolänge zwischen 10 und 30 Sekunden festzulegen. Ich kann mit Ton oder auch ohne Ton aufzeichnen. Die Empfindlichkeit lässt sich einstellen zwischen normal und niedrig. Ich kann Sensorpausen festlegen, einen Zeitraffermodus wählen oder auch Timer einstellen. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, natürlich eine Uhrzeit im Bildstempel zu sehen und ich kann auswählen, ob ich den Bildstempel an- oder aushaben möchte. Die Blitzstärke lässt sich wählen zwischen hoch und niedrig. Die SD-Karte lässt sich direkt im Gerät formatieren und ich kann auswählen, ob Bilder überschrieben werden sollen. Das heißt, wenn die Karte voll ist, kann ich vorher wählen, möchte ich, dass weitere Bilder aufgezeichnet werden und alte werden überschrieben oder aber die Kamera hört auf auszulösen. Die 12 AA-Batterien sorgen für einen Standby-Betrieb bis zu maximal 9 Monaten. Abhängig ist das Ganze natürlich von der Außentemperatur und auch wie viel die Kamera arbeiten musste, sprich wie viele Bilder oder Videos wurden gemacht. An der Unterseite habe ich zwei Anschlüsse, zum einen für das USB-Kabel, um Bilder direkt zu übertragen. Ich habe hier auch einen 6-Volt-Eingang, hier kann ich die Kamera also extern betreiben, zum Beispiel mit einem Solarpanel oder einem anderen Adapter. Im Innern haben wir einen ca. 5 cm großen Farbbildschirm, wo ich mir Bilder, die auf der SD-Karte gespeichert sind, direkt anschauen kann. Auch eine Vorschau ist möglich. Auf der Vorderseite der Kamera habe ich einen Schwarzlichtblitz und einen Bewegungsmelder, der bis zu 20 Meter erfassen kann. Befestigt wird die Wildkamera einfach mit dem dazugehörigen Spanngurt. Und am Gehäuse habe ich zwei Löcher, hier lassen sich zum Beispiel ein Vorhängeschloss anbringen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und tolle Bilder mit der Full HD Wildkamera und wünschen Waldmanns Heil vom Team Vince.